So, Freunde, es geht auf die Wule Tour 10. Wird relativ kurzes Video, weil ich habe so ein bisschen Halterung für die Actioncam zu Hause liegen lassen. Hab's jetzt erst gemerkt. Heißt, es wird ein bisschen kürzer, weil ich alles mit dem Handy filmen muss. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und genießt das Video. Ja, Freunde, ich bin jetzt auf dem Weg zu der Stelle, wo ich letztes Mal auch den Barsch gefangen habe. Da schauen wir mal, ob ich jetzt da mit meinem Carolina Rig, das ist die Montage, mit der ich heute fische, vielleicht einen Barsch ans Band kriege. Ich habe auch noch hinten im Rucksack noch eine zweite Route drin. Mit der hole ich mir einen kleinen Köderfisch und werde die dann auch rausbringen. So, da haben wir den ersten Barsch, der auf das Carolina Rig gebissen hat. Da, der kleine Gummifisch. Schönes Tier. Ich hoffe, es kommen noch ein paar. Und da haben wir Barsch Nummer 3 wieder auf Carolina Rig und hier diesen kleinen Gummifisch. Sehr schön. Ja, also bis jetzt lief es relativ gut, viele kleine Barsche. Aber ich habe heute wieder eine Schleie gesehen, bis jetzt. Und wieder mehrere große Brassen. Ich muss irgendwann mal mit Wurm an die Bude gehen. Ja, ich laufe jetzt noch ein Stück weiter und dann schauen wir mal, was noch so kommt. So, ich bin jetzt an der gleichen Brücke wie aus meinem letzten Video und das Wasser floss eben deutlich schneller. Ja, ich probiere es hier heute weiterhin auf Barsch. Was mir aufgefallen ist, ich fische ja hier mit dem Carolina Rig. Heißt, ich habe hier ein Blei. Kurz. Ich habe hier ein Blei und dann habe ich hier unten mein kleinen Gummifisch. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die kleinen Barsche vor allen Dingen das Blei attackieren. Ja, Fokus wäre jetzt nicht. Dass sie auf jeden Fall das Blei attackieren. Ja, und dann werde ich mal schauen, ob ich jetzt vielleicht auch umstelle. Auf einen kleinen Gummifisch am Jigkopf. Ja, aber bis jetzt läuft's recht gut und ich probiere es weiter. Ja, Freunde, es durfte heute der größte sein. Ein gebissen hat er. Also ich habe jetzt umgestellt auf diese kleine Krebsimitation. Hat er auch voll genommen. Schöner Fisch. Ja, insgesamt war der Tag heute recht gut. Ja, viele Barsche gefangen, ein paar Hechte, Schleien gesehen, große Brassen. Wie gesagt, irgendwann mal eine Runde mit Wurm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Teilt das Video mit euren Freunden. Vergesst nicht, die Wiedergabequalität hochzustellen, damit ihr das Video in einer besseren Qualität genießen könnt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Teile meiner Ausrüstung habe ich euch auch unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal rein.